Ich hatte natürlich den Ton aus. Selbstverständlich hatte ich den Ton aus. So. Ich habe selbstverständlich von jedem Structure Deck 3. So, ne? Kein Ton. Trinity. Das ist normal hier. Schauen wir mal. Da haben wir Freezing Chains. Structure Deck Freezing Chains. Das ist aber ja, auf Deutsch. General Wayne der Eisbarriere. Ja, ich dachte mir, komm, wenn ich das, ich habe das zweimal gekauft, ne? Also zweimal drei. Wer ist Ton? Ich dachte mir, vielleicht verlose ich die mal irgendwie oder so, ne? Hier im Stream oder so und schenke die irgendwem. War der Plan, aber das Deck ist kacke. Wer hätte das denken können, das Deck ist kacke? Obelisk, der Peiniger, das ist kein Monster, es ist ein Gott. Habe ich natürlich das Structure Deck. Ich habe es viermal gekauft. Dreimal gekauft, um ein Deck daraus zu machen. Das vierte Mal für den Schrank. Fürs Regal. So, also die habe ich ausgepackt, da habe ich ein Deck draus gemacht. Dasselbe Slifer der Himmelsdrache. Auch viermal gekauft. Aus dreien habe ich ein Deck gebaut. Und aus dem vierten, das ist allein für den Schrank. Ich habe übrigens auch das Display dazu bekommen, weil ich halt so viele davon geholt habe, kam also die Display-Verpackung davon, die eigentlich im Laden steht, habe ich damals dazu bekommen. Die habe ich noch irgendwo rumstehen, habe ich Sachen reingemacht. Ich glaube, Quittungen nach der Flut. Habe ich die ganzen Quittungen von allen Sachen, die wir kaufen mussten, die die Versicherung bezahlt, habe ich einfach alle in den Karton mit Slifer und Obelisk reingesteckt. Wer könnte besser darauf aufpassen? So, und ich meine doch, hier war das doch das Seelenkreuzung verräterische Harpienflederwisch. Den Harpienflederwisch konnte man hier drin kaufen. Da sind immer dieselben Karten drin. Wer ein Structure Deck nicht kennt, im Gegensatz zu den Boxen, also zu den Boostern, wo ihr auspackt und da sind random Karten drin, hat ein Structure Deck immer dieselben Karten drin. Und die stehen hinten auch dann drauf. Und da habt ihr das immer drin, dann wisst ihr, was da drin ist. Und dann haben wir hier zum Beispiel, was war hier drin? Der Regenbogen, Finsterdrachen, Aschenblüte und freudiger Frühling. So, die Ash Blossom hat man im Structure Deck Legend of the Crystal Beasts. Wahrscheinlich auch komplett unnütz. Und es gab in irgendeinem Set, war das ein Hauptset, da gab es doch die Finsterbestien dabei, ne? Finsterkristallbestien. Wird das damit besser? Ich weiß es nicht. Habe ich auch nicht ausgepackt, habe ich auch drei Stück von, um daraus irgendwann mal ein Deck zu bauen. Habe ich mir so überlegt damals. Hatte ich mal vor, aus Spaß. Aber natürlich dreimal Ash Blossom. Also ich habe rein theoretisch drei Ash Blossoms, wenn ich mir die Mühe mache, diese Packung aufzumachen und die rauszusuchen. Bis dahin habe ich keine Ash Blossom. Du hast beide Structure Decks einfach kombiniert. Quatsch. Das macht man nicht. Das ist ja, die müssen reinbleiben, sauber bleiben. Da müsste ich ja nochmal Structure Decks kaufen, um die dann zu mischen. Damit ich die reinen Obelisk und die reinen Slifer habe und die gemischten. Ich misch doch die Karten nicht einfach. Cyber Finsternis hier. Cyber Strike mit dem Cyber Finsternis Drachen. Wo haben wir die Fallenkarten natürlich? Unendliche Unbeständigkeit. Die Infinite Impermanence befindet sich auch hier drin. Ist auch eine Staple-Karte. Und man kann das einfach kaufen. Hat auch so 7 bis 8 Euro gekostet bei Veröffentlichung. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das sind Karten, die haben vorher viel mehr gekostet. Und dann kauft ihr euch so ein Ding und dann habt ihr eine Staple-Karte. Ihr kauft euch drei Stück hiervon. Und das ist immer noch günstiger, als eine Ash Blossom wahrscheinlich vorher gekostet hat. Oder? Eine Ash Blossom habt ihr auf gar keinen Fall für den Preis bekommen. Also eine Ash Blossom für den Preis von 3 Structure Decks. Und habt ihr einfach 3 Stück davon. Es war sogar zeitweise so, dass Crystal Beast günstiger war als die Ash Blossom. Das heißt, ihr habt Crystal Beasts gekauft, aufgemacht, alle Karten weggeschmissen, habt nur die Ash Blossom rausgeholt und habt die über Card Market verkauft und habt damit Plus gemacht. Das ist irre. Die Imperm hat vorher genauso viel gekostet, aber die Ash Blossom war teurer als Crystal Beasts. Hier haben wir Albas Strike. Haben wir eben drüber geredet. Seht ihr mal, ich habe Albas hier. Ich hab den Gefangenen von Albas doch hier. Was war denn da drin? Da war auch irgendeine besondere Karte drin, ne? Was war die besondere Karte im Gefangenen von Albas? Da war doch bestimmt irgendwas Geiles drin. Topf der Extravaganz. Aha. Topf der Extravaganz.
Ist der gut? Ist der wichtig? Das ist Topf der Gier quasi, aber der hat ja irgendeinen Nachteil. Extra-Deck-Monster verdeckt verbannen würde ich nie machen. Ich würde meine guten Extra-Deck-Monster nicht verdeckt verbannen. So, auf jeden Fall, das ist eine ganz krasse Sache. Ich habe auch Sacred Beasts, aber die habe ich vollkommen ausgepackt natürlich und habe ein Deck draus gemacht. Also in echt habe ich das Sacred Beasts-Deck natürlich als alter GX-Fan. Und auch in Master Duel habe ich natürlich die Sacred Beasts. Nummer 39, Utopia. Ey, ich habe die Serie geguckt, ne? Ich fand die Serie, Sechsel, fand ich am Anfang so Banane. Ich fand das so bescheuert. Aber nach ein paar Folgen, ich konnte nicht mehr aufhören. Ich bilde das Überlagerungsnetzwerk. Nummer 39, Utopia. Das ist voll geil. Die Serie hat mich dann doch irgendwann gepackt.